Hallo und herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 3. Ich bin Little Confused Brain immer noch. Wir sind hier bei der Eisernen Dame, die Mission. Und da oben ist ein Osprey-Schütze, der gleich in uns reinkrachen wird. Wow. Wow, was war... Ach, ich darf jetzt hier schön in der AC. Da sind auf jeden Fall eine Menge Gegner. Einfach mal draufballern. So ist also die AC geworden. Wenn die so zumindest ist wie... Also wenn die im Multiplayer genauso ist, dann gefällt die mir auf jeden Fall nicht. Kann ich schon mal dazu sagen. Denn früher die AC in... MW2, die war ja auf jeden Fall sehr schön, muss man ja sagen. Die fand ich ja auch auf jeden Fall schön. Ja, toll. Entweder soll ich das jetzt so markieren oder nicht. Oder wie? Oder doch, oder nicht. Egal. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal entscheiden, was wir überhaupt alles hier attackieren wollen. Deswegen denke ich mir jetzt gerade erstmal so, ja, gehen wir mal auf das hier. Okay. Oh, wird das ein... Oh, ein schöner Double. Zack. Den. Ach so, wir sollten den jetzt also komplett erstmal den Weg frei machen. Ja, das ist feindliche Aktivität, das stimmt. Aber die feindliche Aktivität werden Sie bald gar nicht mehr sehen, meine Damen. Denn dann werden wir hier schön vernichten. Ja, das war nicht nur ein guter Schuss, werte Dame. Gott, oh Gott. Ich bin schon gerade viel zu schnell die Waffen am Leer schießen, sodass es mit dem Reloaden gar nicht wirklich hinterherkommt. Denn normalerweise kann man immer alle drei Waffen perfekt spielen. Bis die nächsten dann reloaded sind, so ist das meistens eigentlich gemacht. Und die Waffen muss man dann auch dementsprechend leer schießen, bevor das dann überhaupt geht. Das sollte eigentlich klar sein, aber da habe ich gerade ein bisschen Mist gebaut. Ich greife nicht die Gebäude an. Und ich habe das schon wieder nicht leer geschossen, ich Idiot. So. Ist nur recht schwer mit so einer AC nicht die Gebäude zu zerstören. Okay. Versuche ja zu helfen. Versuch mein Bestes, meine Herren da unten. Oh Gott. Gut, da konnte ich jetzt nichts für. Das Haus musste kaputt gehen. Rückt sich auch ganz schön cool in den Boden. Und bevor das hier weitergeht, mache ich hier mal eben kurz die Audionummer. Ich höre. Tut das, tut das. Halleluja. Raketenwarnung. Ja, Täuschkörper am liebsten raus, ja. ER Flares. Oh Gott. Wie kriegt das hin? Wie kriegt das hin? Wow, meine Augen. Und zack. Die hat auf jeden Fall noch gesessen. Soweit, wie ich das gesehen habe. So, wow, nicht im Feuer stehen, meine Kinder. Licht, Feuer, Messer, Gabel, Licht ist für Kinder nicht. Irgendwie so, ich kenne den Spruch auch nicht mehr ganz genau. Ach, ich soll jetzt hier ganz alleine mit Truck hier rumlaufen oder was? Ja, läuft. Läuft. Auch mal cool, so eine kleine Einzelmission. My Lord. Ja, ihr müsst wissen, ich habe in letzter Zeit ein wenig sehr viel Star Wars The Old Republic gespielt. Denn ich habe es zu Weihnachten bekommen. Ja, die Eltern schenken einem das Spiel, was die Kinder den Kindern dazu verhilft, nie wieder aus ihren Gemächern zu kommen. Nein, das ist natürlich... Oh, ein kleines Späßchen. Denn ich gehe auch mal in die frische Luft, meine Kinder. Ich mache mal das Fenster in meinem Keller auf, ja. Das mache ich dann doch manchmal.
kommt sowieso. Ich bräuchte mein privates Leben gar nicht so weit zu erläutern, weil das euch eigentlich am wenigsten angeht. Und wir können jetzt erstmal runterspringen. Hops. So, hier. Komm, na. Hier der übelste Quickscope. XXXX Quickscope 6XQPLTY. Los, Beeilung. Hier ist eine Bombe. Oh, ne. Cool. Das zweite, was ich gefunden habe von 46 im ganzen Spiel. Ich hab's einfach drauf. Unglaublich. Beim Denkmal. Wäre es nicht am einfachsten, wenn sich einfach einer 1,50er stellt? Nee, nur das wäre leider nicht das Einfachste. Weil die nicht nur direkt vor mir stehen. Weil... So komme ich zwar zu den paar Gegnern. Oh Gott. Ich mache hier alles kaputt. Und Panzer? Da steht irgendwas. Hier soll ich beschützen. Komm. Ach, Volk. Ja, mein Freund. Bleib du mal schön am Leben. Schluck das, Panzer. Eine Rauchgranate. Ja. Jetzt denkt er sich wahrscheinlich auch. Ja, passiert ja eh nichts. Ja, stimmt. Ja. Bitte so ein bisschen Rauch. Oh mein Gott. Und da ist er down. Ja, es reicht. Reicht. Ja. Läuft. Warum wenig, wenn viel geht? Zack. Erst auf den Heli, dann auf den Heli. Sag an. Hätte ich nicht gewusst. Irgendwo ein Nest. Es könnte sein, dass wir es ein wenig aufgestochen haben, indem wir Volk haben. Das ist vielleicht nicht gerade so das Beste. Okay, was geht jetzt ab? Kein Problem. Ich hab euch. Ist so ein gegnerischer oder nicht? Das sehe ich doch von hier. Oh, trifft er noch? Ja, der trifft noch. Halleluja. Hier sind ja auch gerade gar nicht so... Halleluja, kommt eine Menge. Halleluja, ihr werdet gerade umzingelt, meine Freunde. Ich tue mein Bestes, um euch da rauszuholen. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Oh Gott, ist das episch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit oben und unten konnte ich zoomen, meinte der, ne? Nur wie oben und unten. Ach so. Natürlich, natürlich, natürlich. Versuch's ja. Oh Gott. So. So, jetzt sind wir wieder auf dem Boden. Was ist das geil? Unglaublich. Okay, ich will den ändern für die Javelin. Perfekt. Und tschüss, Panzer. Oh, Paris. Der Eiffelturm wird nicht lange stehen. Ein übrig. Weg damit. Oh Gott, der Eiffelturm wird doch sowas von fallen. Dringen Sie zu LZ vor. Jo. Muss ich wirklich genau geradeaus da durch? Das COD immer so voll auf die Fresse und durch sein muss. Warum nicht ein wenig taktischer? Wie in den Missionen. In den Missionen gibt es ja auch genug Stealth-Missionen.
Was soll ich denn mit Rauch markieren? Weil ich meine, im Moment ist hier noch nichts Schlimmes. Im Moment sind hier nur arg viele Gegner, aber mehr auch nicht. Oder übersehe ich hier gerade zufälligerweise einen riesigen Rambo-Panzer? Ich glaube es nicht. Ja, komm, geh weg. So. Nö, also ich finde hier echt gerade nichts Schlimmes. Von daher spare ich mir diese Luftunterstützung lieber noch auf. Denn ich meine, hier wird ja einem fast alles in Schoß gelegt. Denn ich meine, hier brauchst du nicht wirklich Skill haben, wenn du jetzt nicht auf Veteran spielst. Denn Veteran ist dann wirklich der Modi für die, die wirklich richtig Action haben wollen. Ja? Also, wenn ich meine richtig, dann meine ich auch wirklich extrem. Dann muss man dann auch schon in Deckung gehen und den ganzen Krams nutzen. Das Ding stürzt gleich ein. Ah, da freue ich mich schon drauf, wenn das Teil einstürzt. Ich meine, das ist jetzt ja gerade klar wie Kloßbrühe. So, und da hinten kann man jetzt gerne so ein Ding hinschmeißen. Das ist kein Problem. Da geht dann schon mal ein Großteil drauf, das ist sehr schön. Seht ihr? So setzt man das dann nämlich ein. So. Ja, das muss Warhammer machen. Oh, traurige Musik im Hintergrund. Ja, das ist jetzt ja natürlich nicht so schön. Die immer auf jeden Fall episch gehalten. Denn, COD ist niemals traurig mit wirklich so einer total traurigen Melodie. Denn ich meine, das ist schon eine Sad-Melodie. Man hört das schon raus, aber es ist trotzdem noch sehr episch. Das untermalt diese ganze Kriegsführung hier, wie der Name schon sagt, Call of Duty, Modern Warfare, sagt dann ja auch schon, also das untermalt es auf jeden Fall, ja. Zocken und reden, nicht gerade das Einfachste. Let's Play, das ist ganz schön schwer. Wie gesagt, ist eine sehr schöne Untermalung. Tun sie, was sie tun müssen, um die Männer nach Hause zu bringen. Oh Gott. Die Bomben werden alle hochgelassen. Okay. Und da gehen sie alle hoch. Und da fällt er. Da fällt er. Wow, der fällt ja direkt auf mich drauf fast. Nuts. Wow. Wow. Unglaublich. Gänsehaut-Feeling pur. Ungelogen. Das ist krass. So, und nun auf zu Bubba. Ja, wir wollen jetzt erstmal weg. Auch mit Folk. Einfach weg. Und wir hinterlassen eine riesige Welle von Destruction. Von Destruktion. Uns bleibt immer noch Paris. Ja, auch nicht mehr leider. Was ist denn da los? Irgendwie will er das Video nicht abspielen. Ich habe wohl... Naja, ihr könnt ja am besten ganz schnell lesen oder stoppen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht... Was da gerade los ist, dass er das Video nicht abspielt. Und jetzt lädt er nach. Okay. Tut mir leid, deswegen. Ja, ihr konntet das jetzt ja auf jeden Fall mitlesen. Wir sind auf jeden Fall wieder bei der SAS und müssen Yuri spielen anscheinend. Denn Yuri hat auf jeden Fall geredet, das hat man ja gesehen. Und das kann natürlich wieder liegen an diesem deutschen Sprachpatch, dass der die Videos da nicht wieder richtig... mitgenommen hat. Das tut mir immer noch leid, aber ich hoffe, ihr könnt ein Auge darüber zudrücken. Willkommen in Prag. In Prag sind wir also.
Erst meine Quarzen. Das Auge des Sturms. Oh, eklig. Warum müssen wir aber in die... Ja, scheiße. Oh, Stealth, Stealth, Stealth. Meine Damen. Sekunde. Wir haben bereits Gefangene. Sie sind schnell. Wir müssen schneller sein. Und wachsam bleiben, Männer. Die Boote als Deckung nutzen. Wir werden euch gleich so was vermessen. Ach so. Nee, Messern wohl doch nicht. Das sind doch ein paar zu viele. Oh Gott, gefangen haben sie auch schon liegen. Die sehen uns auch durch die Rillen. Oh Gott, und hier liegen auch schon Leichen. Das ist ihr Leichenloch. Oh Gott. Ja, los, richtig. So. Wir sind spät dran. Ja, das ist ja witzig. Ja, komm, hilf mir auch, Kamarov. Kamarov? Makarov? Hm. Einfach nur das Ma und K getauscht. Maka, Kama. Hm. Naja. Okay. Wir sollen uns auf den Weg machen und wir treffen uns dann beim Sammelpunkt. Na denn los, würde ich sagen. Okay. Da ist Böses im Busch. Das stimmt. Vielleicht rennen sie auf einmal alle weg. Welchen soll ich denn nehmen? Ich soll jetzt beide einfach mal so umnocken. Schalte die Scharfschützen auf dem Dach aus. Jo. Gut, jetzt den anderen. Der Hund und sein Freund gehören mir. Sehr schön. Keine Zeit, die Leichen zu verstecken. Los geht's. Ja, Leichen verstecken würde dann doch zu viel Zeit wegnehmen. Oh. Okay. Viel schneller sein. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr raus. Oh verdammt. Patrouille voraus. Du den einen, ich den anderen. Sag gar nicht. Ja, er hat auch erst einen weggezogen, den ich getroffen hat. Noch ein Scharfschütze. Nicht seine Aufmerksamkeit ein. Heli, schnell hier durch. Schnell hier rein, schnell hier rein. Fahrstühle. Ja, ich höre. Ich antworte schon für Price. So, weiter. Siehst du die da hinten denn nicht? Schnell, 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 schnell. Die werden da gleich um die Ecke kommen. Schneller rein, komm. Einfach hinlegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der hat mir doch genau ins Gesicht geguckt. Sie haben uns doch nicht entdeckt. Wollen wir hoffen, dass es weiterhin so bleibt. Oh Gott, die Patrouille kommt jetzt auch schon in das Haus. Jetzt wir sind tot. Kein Ding.
Er hat keinen blassen Schimmer.